Jo Leute, was geht ab? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in der ultimativen Fahrerkarriere. Und heute mit Runde 10 in der FIA Formula One Championship 2021. Und ja, nach dem letzten Rennen in Österreich, Spielberg, Red Bull Ring, wo es ja echt verdammt gut lief. Ich meine, wir haben das Rennen gewonnen. Hoffen wir mal, dass wir das Ganze aufrechterhalten können, die Leistungskurve weiter hochgeht oder wenigstens gleich bleibt. Und ja, ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Rennen. Wahrscheinlich. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Understood, stopping this lap. Ah, immerhin. Es wäre ja auch lächerlich, wenn ich nicht weiter wäre. Junge! Lance Stroll ist näher an mir dran als ich an meinem Teamkollegen. Es ist einfach lächerlich. Einfach lächerlich. Gar keinen Sinn. Keine Ahnung, warum das Übersteuern da jetzt sein musste, damit ich jetzt auch noch extra Zeit verliere. Keine Ahnung, warum ich da jetzt schon wieder so extrem viel Zeit verliere. Wo kam das her? Puh. Ich schwitze ja auch nur so sehr, dass ich komplett triefend nass bin von oben bis unten. Digga, es war auch gar nicht anstrengend oder so. Und das Beste ist, am Ende fliege ich trotzdem aus Q2 raus. 100 Pro, Digga. Ja, das sind halt auch echt super angenehme Startreifen, wenn ich jetzt so drüber nachdenke.
Ach so. Genau, exakt ein Zehntel. Okay, chillig. Giovinazzi, Räikkönen, Vettel, Tsunoda und Esteban Ocon. Ja. Beide Ferrari weiter. Beide McLaren, beide Mercedes, beide Red Bull. Und ein Alpine und ein Alpha Tauri. Ja, geht doch. Ist doch okay. Keine sonderlich großen Überraschungen. Ja. Danke für nichts, Lando. Ich habe halt ordentlich viel Zeit verloren durch seine Scheiße, Alter. Die ganze Scheiß Hotlap hinter mir fahren. Hat's ihm was gebracht? Nein, natürlich nicht. Warum sollte das überhaupt irgendwem was bringen? Danke. Was wird es denn am Ende? Was ist es denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ey, also, hä? Hä? Great Britain, then, one of only two countries to have held a Grand Prix in every single year of the Formula One World Championship. And the circuit extends that record further for today's Grand Prix. The 3.6 miles of the Silverstone circuit in Great Britain is hallowed ground to the Formula One faithful. We have 18 corners that wrap around this former World War II airbase and some good passing opportunities at the end of the DRS zones. With me today, of course, is Anthony Davidson. Let's talk about the Rainmaster. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Rainmaster lines up on pole position, and Max Verstappen lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Hamilton, Sainz, Valtteri Bottas, and Leclerc, Ricciardo, Norris, Gasly, and Fernando Alonso, Ocon, Tsunoda, Sebastian Vettel, and Raikkonen, Giovinazzi, Stroll, Mick Schumacher and George Russell, Latifi and Nikita Mazepin. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. Ah.
Ja, mal gucken, ob das so klappt, ne? Anscheinend können wir hier, anscheinend können wir hier ne Dings fahren. Mal gucken, ob das auch klappt. Aber anscheinend soll es ja gehen. Mal gucken, ob es klappt. Los geht's, würde ich sagen. Ja, genau. Die hat zwar R verursacht, aber was soll's, ne? Hä, wo kommt er denn jetzt her? Ja, und was sollte das? Was sollte das? Es hat nichts gebracht, außer dass es mich jetzt Zeit gekostet hat. Toll, danke auch. Wo ist Carlos Sainz hin? Caution, the virtual safety car has just been deployed due to a buildup of debris on the track. We've been informed that due to the increasing risks, they're moving from a virtual to a full safety car. Okay, some information on Sainz. A serious car issue. Holy shit, was ist da passiert? Delta is too low and we risk a penalty. Slow your pace immediately. Safety car is in this lap. Safety car in this lap. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Ja, der Restart hat mir natürlich gar nichts gebracht. Das ist immer sehr, sehr schön. Ich verstehe nicht ganz, wie die da so schnell durchfahren können, weil mein Auto kann das irgendwie nicht. Was lustig ist, weil ich fahre das schnellste Auto im Grid und mein Auto kann das trotzdem nicht. Ich meine, klar, mein Motor ist extrem abgenutzt, aber trotzdem verstehe ich es nicht. Okay. Ja, wahrscheinlich, oder Bottas? Wahrscheinlich. Also du kannst ja überall versuchen, mich anzugreifen, aber da?
Ja, und Max, der fährt mir fast 4 Sekunden pro Runde weg anscheinend. Chillig, Digga. Und ich habe an jedem... Ich habe überall Untersteuern, ne? Also entweder habe ich Untersteuern oder Übersteuern. Irgendwie funktioniert keine Kurve richtig. Ganz komisch. Ach, er fährt mir 1,5 Sekunden in einem Sektor ab. Ach so. Ja, Digga, wenn ich jetzt halt nur noch Fehler mache die ganze Zeit, also wen wundert's, ne? Was war das denn gerade? Ja, 6 Sekunden, ne, zu Max. Stark, stark. No issues with tire wear for now. Keep taking care of them. Ah, okay, no tire issues. Also ich hatte gerade mega Oversteer. Also keine Ahnung. 8 Sekunden. Also irgendwie bin ich gerade überfragt, was hier gerade los ist. Ich meine, anscheinend mache ich ja irgendwas falsch. Ich habe sogar hier Untersteuern. Guck mal, wie die alle, jeder einzelne kommt da ran. Also ich gehe extra vom Gas und komme trotzdem nicht ganz um die Kurve rum. Und jeder andere kommt um die Kurve rum. Ja, wahrscheinlich. McLaren hat bessere Traktion aus der Kurve raus als ich. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich habe keinen Grip. Gar keinen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, was los ist. Ich habe überall Übersteuern. We've been informed of an incident which has resulted in lots of loose debris on the track. The safety car is being deployed. So, einmal ganz kurz, ich melde mich aus dem Schnitt. Ich möchte nur noch mal kurz sagen, dass gerade eben, was ihr da gesehen habt, für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, weil das zum Beispiel das erste Video ist, das sie von mir sehen, da war ein Lag in der Aufnahme, wodurch ein paar Sekunden übersprungen wurden. Das ist mir bei den Aufnahmen auf der PS4 ständig passiert. Jetzt auf der PS5 wird das hoffentlich nicht mehr der Fall sein, will heißen, ab übernächstem Rennen in dieser Serie wird das nicht mehr der Fall sein. Also aktuell habe ich bis Sandford aufgenommen, nach Silverstone kommen Ungarn und Spa, alles schon im Kasten. Und danach kommt Sandford und in Sandford ist das, soweit ich mitbekommen habe, nicht ein einziges Mal passiert, will heißen, durch die PS5-Aufnahmen wird das nicht mehr passieren, deshalb Daumen hoch an der Stelle und ansonsten viel Spaß beim weiteren Rennen. Warum denn jetzt schon wieder? Runde 11, kriege ich jetzt wenigstens eine neue Strategy? Ja, berühre mich halt erstmal, danke dafür. Green flag. We're trailing our teammate by 2.3 seconds. Weil ich im Quali die Pole hatte. Ich meine, gut, aber die meiste Zeit war ich schlecht, bis auf diese eine einzige Runde, also... Also kommt jetzt auch nicht aus nichts, ne? Ich meine, irgendwie hat jedes andere Auto und jeder andere Fahrer überall mehr Grip. Also, wirklich, also das ist nicht mal übertrieben oder so. Also ich meine, ich bin der Bottleneck für das gesamte Feld. Ich glaube selbst, beide Williams wären schneller als ich. Und beide Haas. Und das muss man sich mal vorstellen. Weil, also ich meine, ich bin ja jetzt nicht auf einmal schlecht geworden. Und ich meine, ich bin ja auch nicht schlecht in Silverstone. Ich habe hier letztes Jahr... Okay. Ich habe hier letztes Jahr nicht gewonnen, aber ich bin hier letztes Jahr P2 geworden. Hinter Sebastian Vettel, by the way.
Und in der Formel 2 habe ich hier auch gewonnen. Und in der Formel 3 habe ich hier auch gewonnen. Also es ist jetzt nicht so, als könnte ich die Strecke nicht. Aber warum auch immer bin ich langsamer als jeder andere hier heute. Ich weiß nicht so genau warum, aber offenbar ist es so. Ganz schön doof. Ja, das ist doof, weil alle anderen Autos sind schneller als ich. Wenn die dann auch noch DRS haben, dann ist es doof. Was macht Sepp hier eigentlich? Und er hat weniger Untersteuern als ich. Das kann es nicht sein. Ich habe mit Abstand das beste Auto im Feld. Also wenn ich keinen Schaden habe, dann weiß ich nicht. Ja, okay, alles klar, Sepp. Natürlich hat er auch noch einen Ausgang aus Cops wie sonst was. Aber ich meine, das ergibt Sinn und so. Nicht in Turn 1 rein. Bitte. In welcher Welt klappt sowas, hm? In keiner. Danke auch. Gut gemacht. Wahrscheinlich. Oh, cool. Fucking Vettel macht einen Undercut gegen mich. Safe, Digga.
könnte ja meinen, dass ich sowas wie Grip habe, aber nein, habe ich nicht. Das ist krass. Maggots und Baggots ist wirklich hier am schlimmsten, ne? Jedes andere Fahrzeug hat mehr Grip in diesen Kurven als ich. Also, du hattest einen Schaden am Fahrzeug und dadurch hast du 80% Leistung verloren. Ja, solange das nicht ist, verstehe ich die Welt nicht mehr. Ich habe Untersteuern, also ich habe... Digga, ich hab so krass Untersteuern, das ist krass, ne? Das ist wirklich krass. Ich hab wirklich einfach keine Lust mehr auch. Ich will einfach mein Auto abstellen. Es ist unfassbar. Ey, hallo! Warum habe ich da so Untersteuern? Is 8.6 seconds. They're on old hards. Their tires are 22 laps old. They seem to have an issue. The time last lap gaining by 1.6 seconds a lap. Jetzt weiß ich, warum ich aufhole, weil er ein Issue hat. Hätte er das nicht, dann würde ich auch nicht aufholen oder was? Mir fällt gerade auf, dass ich gar keine Zeit auf Norris verloren habe in dieser eine Runde. Naja, kein Wunder, ich habe halt gesagt bekommen, dass Ocon vor mir ist und dass ich den theoretisch noch holen kann. Und auf einmal habe ich wieder einen Ansporn und natürlich fahre ich dann auch schneller. Dann hole ich natürlich nochmal das absolute Maximum raus. Und da vorne kommt Bottas raus, genau. Natürlich ist am Ende selbst er vor mir. Ist ja irgendwie klar, ne? The car behind has started to drop back. There's a gap beginning to form. Ja, die beginnt nicht sich zu formen, sondern die ist da schon ewig, aber okay.
to the car in front is 14.2 seconds. Gap ahead is 15.5 seconds. This is your final lap of the race. Ah ja, nochmal hier schön der Understeer rein, schön in die Fresse. Geil, geil, geil. Währenddessen lässt sich mein Teamkollege nicht lumpen und holt einfach random den Sieg, Digga. Während ich hier auf Platz 7 hänge. Alles klar. Our gap to the car in front is 17.0 seconds. Naja, Damage Limitation würde ich sagen. Trotzdem in die Punkte gefahren. Immerhin trotzdem Punkte eingefahren, das Auto ganz gelassen, also so ganz wie es ging. Ja, wie gesagt, Damage Limitation. Was a magnificent race and a drive right out of the top from the competition today. Well, time management probably played quite a large role in the outcome of this one. As ever, it's not just about speed, it's all about maintaining that speed consistently over a stint, over a race distance. So being able to keep up the lap times while still being smooth on the controls and gentle on the tires, that's really where the race was won today. The drivers are en route to the podium as we speak. What a fantastic win for the Red Bull team. They performed exceptionally today, keeping us firmly on the edge of our seats throughout the entirety of the race. Congratulations to everyone at the team. Wasn't the best weekend for our championship leader, and their advantage at the top has been reduced. Let's focus on the driver of the day, Anthony Davidson. Who do you pick? Well, there's no question in my mind, it has to go to George Russell. What a performance. He's got every right to be proud of what he accomplished out there today. It's time to check out the constructors' standings. Red Bull pull further. Ja, danke schön. Dieser Drecks-Controller. Also, gucken wir mal. Max Verstappen, tatsächlich,
Tatsächlich nicht mit maximalen Punkten, dank Bottas. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihm danken soll oder nicht. Lol. Cool, ich bin der einzige Fahrer, der nicht nach vorne gekommen ist. Außer denen, die DNF gegangen sind. Lol. Cool, cool. Auf jeden Fall Max mit 25 Punkten. Hinter ihm Lewis Hamilton, dahinter Daniel Ricciardo. Was soll ich sagen, selbst die sind 1,2 Sekunden schneller gewesen in ihrer schnellsten Runde. Bottas auf der 4, Lando Norris auf der 5, Pierre Gasly auf der 6, ich auf der 7. Ich weiß immer noch nicht warum. Dann Esteban Ocon auf der 8, der ist trotz allem nach vorne gekommen, obwohl er am Ende von uns überholt wurde. Sebastian Vettel rein in die Punkte. Und nicht nur er, sondern sein Teamkollege auch. Ich und Esteban sind übrigens nicht so weit weg davon gewesen, überrundet zu werden, wie ich sehe. Ach du Scheiße. Lance Stroll auf jeden Fall mit dem letzten Punkt. Giovinazzi ist auf die 11 vorgefahren, George Russell auf die 12. Kimi Räikkönen auf die 13, Mick Schumacher 14. 15. geworden ist Latifi. 16. und, ja, 16. und letzter, wohlgemerkt. Nikita Mazepin. Er war sogar so langsam, dass wir ihn beinahe überrundet hätten. Das muss man sich mal vorstellen. So langsam wie das Auto heute war, hätten wir ihn trotzdem beinahe überrundet. War nicht mehr weit. Und dann Charles Leclerc mit einem DNF, Carlos Sainz mit einem DNF, einfach ein Doppel-DNF für Ferrari, super bitter. Fernando Alonso, DNF und Yuki Tsunoda. Da ist ja der Vorsprung auf nur 23 Punkte geschrumpft. Ja, nicht so nice. Bottas holt Charles Leclerc, Daniel Ricciardo und Lando Norris bleiben, wo sie sind. Lewis Hamilton vor auf die 7. Ja, Carlos Sainz nur noch 2 Punkte vor Pierre Gasly. Pierre Gasly auf der 9, Tsunoda dahinter. Ocon fast doppelt so viele Punkte wie Alonso. Krass. Wusste ich gar nicht. Stroll vor Vettel sogar. Um einen einzigen Punkt. Interessant. Kimi Räikkönen 8 Punkte. Giovinazzi hat einen. George Russell vor auf 17. Überholt damit seinen Teamkollegen. Mick Schumacher und Mazepin schließen das Ganze ab. Gucken wir mal in den Konstrukteuren. Da sind wir mit 341 Punkten ganz vorne. 167 Punkte hinter uns ist Mercedes. Die Ferrari und McLaren überholen und damit jetzt wieder auf der 2 sind. Gar nicht übel, weil sie waren eben hinter beiden und jetzt sind sie vor beiden und das in nur einem Rennen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr stark gemacht. McLaren auf der 3 und Ferrari auf der 4. Alpha Tauri bleibt da, wo sie sind. Sind die engsten Verfolger von den vorderen Mittelfeldteams. Ja, dann weiter hinter ist Alpine. Noch ein bisschen weiter dahinter Aston Martin, Alfa Romeo von den Backmarker-Teams, in Anführungszeichen Backmarker-Teams nenne ich es mal. Dort am, ja, an erster Stelle mit 9 Punkten, Williams vor Haas und ja, Haas letzter. In dem Fall würde ich sagen, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Das in dem Fall, falls es dem so ist, ein Like und ein Abonnement da. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Jetzt noch viel Spaß mit den Highlights und... Ciao.